Willkommen zu den Disney News vom 16. Mai 2024. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem neuen Disney-News-Video. Ja, das letzte Disney-News-Video kam ja direkt aus Disneyland Paris zu den Neuigkeiten von Disney Adventure World. Oh Gott, ich muss mir diesen Namen immer merken. Die Umbenennung von den Walt Disney Studios. Und ich muss mich schon mal jetzt im Vorhinein entschuldigen, falls ihr irgendwelche Geräusche hört. Das Dach wird gerade hier bearbeitet, deswegen, falls ihr irgendwas hämmern hört, entschuldigt. Das sind die Arbeiter oben auf dem Dach. Jetzt zum Beispiel. Also nicht irritieren lassen. Und ja, ich habe heute einige News wieder für euch zusammengetragen. Es sind halt hauptsächlich so kleinere News, wie zum Beispiel Pausen von Shows, Schließungen, Öffnungszeiten, aber auch ein, zwei größere News. Und die besprechen wir jetzt in diesem Video. Starten wir mit Neuigkeit Nummer 1 und eigentlich der neuesten großen Neuigkeit. Illuminations kommt zurück. Ja, ihr kennt, also aktuell läuft ja Disney Dreams, das ist das Feuerwerk, das Abendfeuer, also wir reden gerade aktuell hier vom Abendfeuerwerk. Und ja, Disney Illuminations kommt wieder zurück ab 31. Mai, ich habe hier meine Notizen gemacht, das heißt, ich werde ein bisschen mal runtergucken, und löst Disney Dreams ab. Vorher, vor Disney Dreams, war ja auch schon Disney Illuminations, davor war Disney Dreams, also es ist gerade so ein Wechsel von den Shows. Ja. Viele Fans da draußen finden, oder viele von euch, weil ich weiß die Reaktion bei meinem, auf, als ich das gepostet habe in meiner Story, freuen sich, dass Disney Illuminations wiederkommt. Natürlich, wie ich auch, finde, dass es eigentlich mal Zeit ist für eine neue Show. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch bis zum 35. Geburtstag gedulden. Bis dahin können wir uns dann wahrscheinlich dann noch mit Disney Illuminations erfreuen. Ich muss sagen, ja, Disney Illuminations wurde ja eigentlich abgekauft von Disneyland Shanghai und einigermaßen angepasst an unser Schloss. Aber es ist halt keine designierte, ist das so, Show für das Disneyland Paris. Das war Disney Dreams. Ja, wie man es nimmt, wir freuen uns dann einfach auf den 35. Geburtstag. Aber Disney Illuminations kommt nicht normal zurück, sondern tatsächlich auch noch in einer verkürzten Version. Und zwar gibt es nicht mehr die Beauty and the Beast Live-Action-Szene. Die wird rausgeschnitten und der Frozen-Part wird auch noch gekürzt. Das heißt, wir kriegen eine alte Show und dann auch noch, auch noch gekürzt. Also ich weiß nicht, was sich Disneyland Paris da wieder bei gedacht hat. Die werden ihre Gründe haben, keine Ahnung. Es ist, wie es ist. So, Neuigkeit Nummer 2. Und zwar, die Mastercard-Kooperation wurde beendet. Was heißt das? Wer denkt, hä, Mastercard? Ist doch eine Kreditkarte. Also, es war so früher, es ist aber schon ein bisschen länger, also es ist nicht brandneu, aber ich dachte, ich packe es auch mal hier rein für euch, weil mir letztens jemand wieder darüber geschrieben hat, dass sie sich Mastercard-Tickets holen wollten. Und zwar, wenn ihr eine Mastercard hattet, durftet ihr im Disneyland Paris euch sozusagen VIP-Tickets für die Shows abholen, kostenlos. Das gab es für verschiedene Shows, ich glaube die Lion King Show, Mickey and the Magician und Disney Junior Factory und so. Ich weiß, es sind mir alle, die da inkludiert waren, ist ja auch egal, ist ja auch beendet. Und da gab es, könntet ihr bis zu 5 Tickets mit einer Mastercard holen, die waren natürlich limitiert. Aber das waren immer sehr schöne Plätze, so, wie gesagt, so Art VIP-Plätze. Ja, die Kooperation mit Mastercard gibt es leider nicht und dementsprechend auch nicht mehr diese tollen Show-Tickets, die man sich dann holen konnte. Finde ich sehr schade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht demnächst was mit Visa kommt, weil Visa ist ja Kooperationspartner der Disney Parks und D23 in Amerika, nicht nur in Anaheim. Ob da was kommt, man weiß es nicht, oder Disney möchte halt mit den Plätzen, die sie für die Mastercard-Tickets, die sie reserviert hatten für die Mastercard-Tickets, machen sie jetzt natürlich mit den 15-Euro-Tickets natürlich dann mehr Einnahmen. Ne? Ihr wisst, also ihr müsst keine reservierten Plätze für die Shows kaufen. Es ist obligatorisch. Natürlich habt ihr dann bevorzugte Plätze, die sehr schön sind, aber es müsste generell, die Shows im Disneyland Paris sind kostenlos.
Ja, und ich denke mal, die Plätze von den Mastercard-Tickets werden jetzt dafür genutzt, damit Disney noch mehr Einnahmen machen kann. Neuigkeit Nummer 3. Ja, wie jedes Jahr kommt natürlich Halloween und Christmas Season zurück. Und wir haben jetzt auch die Daten dafür. Da fragt ihr mich auch mal, wann fängt die Christmas Season an? Wann kommt die Halloween Season etc. etc.? Da haben wir jetzt die Daten bekommen von Disneyland Paris, aber keine Neuigkeit, ob da noch irgendwie eine neue Halloween-Parade kommt, weil es war ja letztes Jahr immer das Gerücht, ja, es kommt eine neue Halloween-Parade dieses Jahr. Dazu hat sich Disney noch nicht geäußert. Also, die Halloween-Season kommt zurück vom 1. Oktober bis zum 3. November. Läuft die Halloween-Season. Dann gibt es eine Woche Pause und dann startet die Christmas-Season und zwar vom 9. November bis zum 6. Januar 2025. Ja, die Zeiten sind eigentlich immer relativ ähnlich jedes Jahr. Ich finde es nur doof, 1. Oktober ist, glaube ich, ein Dienstag oder ein Montag, nee, glaube ich, sogar ein Dienstag. Finde ich doof. Ich mag, also ich finde Seasons Starts sollten immer an einem Samstag sein oder am Wochenende, weil es natürlich besser für uns ist. Ja, es wird natürlich vorher schon die Deko aufgebaut und wahrscheinlich wird es auch schon Soft Openings der Shows ein, zwei Tage vorher geben. Das ist alles nur, es könnte sein, ne? Also ab 1. Oktober läuft es dann komplett. Aber meistens ist es halt wirklich so, dass die Shows schon im Soft Opening sind, ein, zwei Tage vorher. Und die Deko wird natürlich auch schon vorher aufgebaut. Und zwischen dem 3. und 9. November, da haben mich auch schon einige gefragt, was passiert denn da? Ja, da ist so eine Art Low Season, es ist auch immer günstig, weil dort passiert nicht wirklich viel. Dort läuft Disney Stars und Parade und das Feuerwerk und ansonsten wird halt die Halloween-Deko abgebaut und die Christmas-Season-Deko aufgebaut. Und deswegen könnt ihr da tatsächlich, ist es glaube ich auch günstig zu buchen und ihr habt wirklich wenig Wartezeiten in dieser einen Woche. Aber ist halt so ein Zwischending, ne? Also sonst könnt ihr halt da nicht so viel machen. Genau, das war Neuigkeit Nummer 3. Kommen wir zu Neuigkeit Nummer 4. Und zwar bekommt das Storybook Land, diese Bötchenfahrt, ja ein neues Theming. Es wird ja gerade auch umgebaut. Und was schon angekündigt wurde, es gibt ein Winnie-Pooh und ein Frozen Makeover sozusagen. Also es wird, ich weiß nicht, welche Szenen abgebaut werden sozusagen von dieser Bötchenfahrt. Also es ist halt eine Bötchenfahrt auf dem Wasser und ihr fahrt durch verschiedene, an verschiedenen Märchen vorbei und an verschiedenen Disney-Geschichten. Und wie gesagt, dazu kommt, das war schon vorher angekündigt, Winnie-Pooh und Frozen. Und jetzt wurde natürlich dazu noch hinzugefügt, dass oben dazu kommt, also ab als Szene. Ja, ich blende euch hier gerne ein Bild ein, was wir bekommen haben. Und ich habe jetzt irgendwo jetzt die Tage gelesen, dass es ab 1. August wieder aufmachen soll. Genau. Dann Neuigkeit Nummer 4. Wie gesagt, das sind alles so kleine Neuigkeiten, deswegen geht das ruckzuck hier. Neuigkeit Nummer 4, das habt ihr aber auch schon in, ich glaube auf Instagram auch 1000 Mal gesehen oder so. Ich möchte es trotzdem hier der Vollständigkeit halber erwähnen. Und zwar die neue Disney, die neue Alice in Wunderland Show in den Walt Disney Studios startet ab 25. Mai. Genau, da, ich bin ja erst im Juni dann wieder im Disneyland Paris, die schaue ich mir dann natürlich dann persönlich an. Dieses Wochenende ist der Daniel da über Pfingsten und es gibt auch schon so Pre-Events für Jahreskarteninhaber und Inside-Ears. Und da wird Daniel auch dabei sein, er wird auf jeden Fall euch ein Video mitbringen, da könnt ihr auf jeden Fall bei ihm vorbeischauen. Was er über die Show denkt, meine Meinung bekommt ihr dann im Juni, wenn ich selbst da bin. Ich bin übrigens am 8. und 9. Juni im Park. Falls ihr da seid, sprecht mich an, sagt Hallo und wir können auf jeden Fall kurz quatschen. Genau, das haben wir auch abgehakt. Ich bin sehr gespannt auf diese Show. Also ich habe immer noch Mixed Feelings, aber ich werde mich natürlich drauf einlassen und der Show auf jeden Fall eine Chance geben. Dann Neuigkeit Nummer 5, auch wieder so ein kleine Nebennews. Es braucht keine Liberty-Reservierung mehr fürs Disneyland Hotel. Früher oder die letzten Wochen, Monate war es ja so, seit der Öffnung durfte man als Nicht-Gast nicht ins Disneyland Hotel für eine Zeit lang. Dann irgendwann haben sie gesagt, ja, ihr dürft ins Disneyland Hotel, aber nur mit einer Reservierung über Liberty. Das fällt jetzt ab sofort auch weg. Ihr dürft einfach ins Disneyland Hotel reinspazieren, ohne irgendwas. Ihr könnt reingehen, ihr könnt euch umschauen, ihr könnt in den Shop gehen. Vielleicht trefft ihr die ein oder andere Prinzessin. Also ihr könnt nicht diese königliche Begegnung machen, das dürfen nur Hotelgäste. Aber die Prinzessinnen laufen da ja auch rum, stehen auf dem Balkon. Es gibt auch diese kleine Minishow in der Halle.
im Eingang, wo der Kronleuchter ist. Da schaut mal in meinen Vlogs vom Disneyland Hotel nach. Da habe ich euch auch die Zeiten gesagt, wann die Shows da stattfinden. Und dann könnt ihr dann auch eine Prinzessin sehen und so weiter und ein kurzes Meet and Greet danach machen. Also ja, jeder darf jetzt ins Disneyland Hotel reinspazieren ohne irgendeine Reservierung. Das freut bestimmt einige von euch. Schreibt gerne unten übrigens in die Kommentare, was vielleicht euch an den Neuigkeiten am meisten freut, wenn ihr demnächst da seid. Oder was euch gar nicht gefällt, weil wir kommen auch später zu Schließungen. Ich weiß, Schließungen oder Renovierungspausen sind immer, dann für Leute, die natürlich gerade vor Ort sind und ihre Lieblingsbahn geschlossen ist, ist natürlich immer blöd. Dann Neuigkeit Nummer 6. Ja, wie gesagt, ich habe einige Neuigkeiten. Das Prinzessinnenfrühstück im Auberge de Cendrillon kommt zurück ab 29. Juni. Reservierungen können schon gemacht werden für Hotelgäste. Da einfach bei der Hotline anrufen und sagen, ihr möchtet gern das Prinzessinnenfrühstück im Auberge de Cendrillon dazu buchen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Auberge de Cendrillon Frühstück aussieht, wir waren letztes Jahr da. Ihr habt auch ein Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich verlinke es euch, wenn ich dran denke. Und es kostet 60 Euro für Erwachsene und 40 Euro pro Kind. Und ihr könnt, ich glaube meines Wissens, 3 Prinzessinnen treffen. Und es gibt 2 Timeslots, einmal um 8.15 Uhr und um 9.45 Uhr. Und ja, wie gesagt, ihr könnt als Hotelgast es jetzt schon dazu buchen. Empfehle ich euch auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, wenn ihr das unbedingt machen wollt, bucht es euch auf jeden Fall vorher dazu. Ihr müsst es dann auch schon vorher bezahlen. Also es wird in eurer Buchung hinzugefügt und dann müsst ihr es auch dann im Vorhinein bezahlen. Und für diejenigen, die in keinem Disney-Hotel übernachten, don't worry, ihr könnt auch eine Chance haben zum Prinzessin-Frühstück. Aber dann tatsächlich nur um 9.45 Uhr. Der 8.15 Uhr-Slot ist nur für Hotelgäste und Jahreskarteninhaber reserviert, die auch in die Extra Magic Time dürfen. Weil 8.15 Uhr ist halt noch Extra Magic Time. Deswegen ist der Zeitslot nur für Hotelgäste und Jahreskarteninhaber mit Extra Magic Time. Und die 9.45 Uhr dürfen alle hin. Und ihr könnt bis dann 3 Tage vorher, also ab 29. Juni und dann 3 Tage vorher immer in der App dann den 9.45 Uhr Slot reservieren, wenn es noch Verfügbarkeiten gibt. Also da direkt mal dann nachschauen, wenn ihr das auch machen wollt. Und dann, wenn ihr das über die App reserviert, bezahlt ihr dann vor Ort. Und es gibt natürlich auch Jahreskartenrabatt. Dann Neuigkeit Nummer 7, wir bleiben direkt beim Frühstück. Und zwar gibt es jetzt auch Frühstück in der Stark Factory. Das ist das Schnellimbiss-Restaurant auf dem Avengers Campus. Und dort gibt es jetzt ein Frühstück für 7 Euro. Ihr könnt euch aussuchen, ein Schokocroissant oder 2 Stücke Brot mit Butter und dann Marmelade oder Erdbeermarmelade oder Aprikosenmarmelade oder Nutella. Also Butter gibt es auf jeden Fall, dann entweder irgendeine Marmelade oder Nutella. Und dann halt Croissant, Schokocroissant oder 2 Stücke Brot. Und dann gibt es noch ein heißes Getränk dazu, plus noch einen Orangen- oder Apfelsaft oder ein Wasser. Finde ich einen ganz guten Deal, 7 Euro ist okay. Man wird auf jeden Fall satt und hat auf jeden Fall ein gutes französisches Frühstück. Also, wie gesagt, das hier auch nochmal erwähnt. Vielleicht werde ich es beim nächsten Mal testen, mal schauen. Ich habe ja eh vor, das wird euch bestimmt auch freuen, ein Frühstücksvideo zu machen. Also wo kann man im Disneyland Paris oder Village oder so frühstücken? Weil das ist auch oft eine Frage, wo kann ich frühstücken, wenn ich nicht im Disneyland Hotel frühstücke, was ich euch auf jeden Fall auch nicht empfehlen würde, im Disneyland Hotel, Disney Hotels zu frühstücken, außer vielleicht im Disneyland Hotel selbst. Da fand ich das Frühstück ganz gut. Aber generell so in den Disney Hotels das Frühstück, wenn es in der Halbpension inkludiert ist, ist es okay, aber nur fürs Frühstück drauf zu bezahlen, ich glaube, das sind dann hier Hotel 35 bis 40 Euro. Kann mir also auch falsch liegen. Und das, finde ich, ist es nicht wert. Und euch geht halt wertvolle Zeit verloren, das finde ich auch immer. Naja, egal, anderes Thema, aber ich wollte auf jeden Fall mal irgendwann ein Frühstücksvideo machen fürs Disneyland Paris, wo, welche Optionen es gibt, was es kostet und so. Einiges haben wir ja schon getestet. Genau, dann News Nummer 8, sind wir schon bei News Nummer 8. Und zwar gibt es neue Showzeiten ab 1. Juni. Was, das heißt, Disney Stars and Parade ist betroffen und Million Splashes of Color. Disney Stars and Parade läuft ja aktuell nachmittags um 17 oder 17.30 Uhr. Das ändert sich ab 1. Juni und zwar läuft dann die Show um 11.30 Uhr morgens. Und Million Splashes of Color wird ein bisschen nach hinten geschoben. Und zwar läuft dann die Show immer um, also das ist alles
ohne Gewehr, sagt man das so. Wenn ihr dort seid ab 1. Juni, schaut bitte immer in der App nach. Die Zeiten könnten sich nochmal ändern, aber das ist aktuell, was kommuniziert wurde. Aber schaut da trotzdem immer nochmal in der App vorbei, wenn ihr vor Ort seid ab 1. Juni. Also Million Splashes of Color ab dann ab 1. Juni um 14 Uhr, um 15.25 Uhr, um 17.50 Uhr und um 19.05 Uhr. Also es schiebt sich tatsächlich sehr krass nach hinten. Ich glaube, die letzte Million Splashes of Color Show aktuell ist, glaube ich, so um 16.20 Uhr, irgendwie sowas. Und dann kommen ja noch Disney Stars und Parade und das war es dann bis auf das Feuerwerk an Shows. Und das wird jetzt krass nach hinten geschoben. Letzte Show um 19.05 Uhr, jetzt im Sommer. Dann kommen wir zu, ich glaube schon, Moment, zu News Nummer 9. Ich muss mal gerade meine Notizen anschauen. Ich glaube, da kommen wir zu Schließungen und Pausen von Shows und Attraktionen. Und da muss ich gleich auch noch mein Handy zücken, weil da noch alles, also das habe ich nicht anders aufs Handy, aufs Blatt Papier geschrieben, sondern da habe ich einen Screenshot gemacht. Also fangen wir erstmal an mit Animation Celebration. Wird geschlossen sein bis 1. Juli. Animation Celebration ist da, wo aktuell das Zeichnen stattfindet und wo man Olaf treffen kann in Walt Disney Studios, gegenüber von dem Theater, wo Mickey and the Magician stattfindet. Das ist bis 1. Juli erstmal geschlossen. Natürlich Studio One ist auch schon geschlossen. Also aktuell, ich sehe immer Bilder bei Twitter, bei X. Also aktuell die Baustellen ist wirklich ein Labyrinth. Ich werde es mir nochmal im Juni angucken, aber ja. Ist gerade nicht so schön, die Walt Disney Studios. Das bedeutet, Animation Celebration ist geschlossen, kein Olaf-Treffen, kein Frozen A Musical Invitation, die Show mit Elsa, Anna und so weiter, findet auch nicht statt und auch dementsprechend das Zeichnen findet auch nicht mehr statt bis 1. Juli. Dann macht aktuell auch Together Pause in den Walt Disney Studios und zwar bis 8. Juni. Also 8. Juni, Together macht Pause und danach kommen sie mit 5 Shows pro Tag zurück. Also ich glaube, aktuell waren es 4. Jetzt kommen sie danach mit 5 Shows zurück. Aber auch Together bis 8. Juni ein kurzes Päuschen. Dann haben wir die Parachute Drops, also die, ich sag immer jetzt, der Aussichtsturm auf Frozen, World of Frozen, mit der Attraktion im Toy Story Land, mit der man fahren kann, um zu sehen, wie weit der Progress in World of Frozen ist. Mache ich ja auch schon immer öfter jetzt. Hat geschlossen vom 13. Mai, also aktuell schon geschlossen, bis, man weiß es nicht. Oder? Irgendwo habe ich es doch gelesen. Ah doch, hier, bis 29. Juni hat es geschlossen. Also bis Ende Juni können wir nicht den Progress in World of Frozen sehen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann ab dem 29. Juni dort oben aussehen wird, wie weit sie dann gekommen sind. Also es ist immer wieder sehr interessant, das dann zu sehen. Also wie gesagt, ich fahre nur mit der Attraktion, um zu gucken, wie weit World of Frozen ist. Irgendwann müssen sie es eigentlich schließen, also weil... Ne? Irgendwann wird es halt so schön und fertig sein, dass man halt alles sieht und so. Ich weiß nicht, ob die das dann wirklich irgendwann schließen werden. Dann Meet Mickey wird geschlossen sein vom 27. Mai bis 1. Juni. Genau, Pixar habe ich erwähnt, die Show. Dann Animation Celebration habe ich auch erwähnt. Studio One ist auch schon geschlossen. Inklusive der Restaurants, also das ist ein Restaurant und den Shops im Studio 1. Dann Pirates of the Caribbean wird vom, bis jetzt im Juni, 3. Juni bis 21. Juni geschlossen sein. Pirates, 3. Juni bis 21. Juni. Dann Buzz Lightyear Laser Blast vom 24. Juni aufwärts. Also man hat noch kein Enddatum. Also ab 24. Juni Buzz Lightyear Laser Blast. Ich denke mal, das machen die jetzt alles vor den Olympics, weil dann natürlich ne, viele Leute kommen. Dann das Alice im Wunderland Labyrinth vom 24. Juni bis, gibt es auch noch kein Enddatum im Juli. Dann, ja, das war's. Mehr habe ich tatsächlich gar nicht auf der Liste. Ja, dann, ja, die anderen habe ich schon erwähnt. Genau, das waren die Schließungen und Pausen. Und dann haben wir noch die 10. und letzte News, die ich für euch habe. Und zwar die Öffnungszeiten im Juli und August. Die ändern sich ein bisschen. Eigentlich hat im Sommer das Disneyland Paris immer bis 23 Uhr geöffnet. Das ändert sich und zwar während den Olympics
wird, also ab dem 29. Juli, wenn die Olympics dann stattfinden, wird das Disneyland Paris nur bis 22.30 Uhr geöffnet sein. Also von 9.30 Uhr bis 22.30 Uhr, reguläre Öffnungszeiten. Davor sind natürlich noch die Extra Magic Time, aber die zähle ich jetzt nicht dazu. Und zwar, damit die Leute sicher nach Hause kommen, wurde gesagt. Ja. Also nur bis 22.30 Uhr ab dem 29. Juli. Und dann ab dem 19. August wird der Park nur noch bis 22 Uhr geöffnet sein. Aber da, wie gesagt, auch, wie eben schon gesagt, bei den Showzeiten immer in der Disneyland Paris App nachschauen. Das predige ich auch euch immer. Immer nachschauen, wann sind die Showzeiten, wie sind die Öffnungszeiten. Genau, also da immer in der Disneyland Paris App nachschauen. Und das waren sie. Alle Neuigkeiten, die ich mit euch teilen wollte. Kurz und knackig, 10 Neuigkeiten. Wie gesagt, es waren halt kleinere Neuigkeiten, aber die euren Trip vielleicht auch betreffen werden. Und deswegen wollte ich sie hier auch erwähnen. Ja, ich hoffe, dieses Video war wieder hilfreich für euch, hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wieder einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.